Schlupp. Können wir den Typ Feuer einmal in den Fluss schubsen? Das würde ich nicht wollen. Ich auch nicht. Danke, Ranger. Ich bin dann mal weg. Gute Arbeit. Deswegen in den Fluss schubsen. Ich möchte mein Gesicht auch nicht im Chat haben. Ich möchte es ja noch nicht mal im Stream haben. Ich möchte diese Klippe hinaufklettern, aber die Ranken sind zu klein und zu schwach. Wie bringt man Pflanzen zum Wachsen? Sonnenlicht und noch irgendwas. Huch, Wasser. Alternativ können wir auch Dünger nehmen. Den habe ich gerade nicht zur Hand. Aber ich habe gerade kein Wasser. Dann müssen wir noch mal kurz Wasser holen. Loturzel, kommen Sie bitte her. Nein, nicht anblubbern. Also ich glaube einfach, das sind so Dinge, die man natürlich nicht unbedingt so in jedem Stream immer vielleicht sagt. Ich glaube, das kommt doch immer so ein bisschen blöd, immer so in jedem Stream. Oh mein Gott, ich bin so dankbar dafür, dass ihr da seid. Das ist halt irgendwann. Irgendwann ist es auch nur noch runtergeleiert. Dann ist es auch gar nicht mehr so von Herzen gekommen, wenn man es halt immer erzählt. Genauso wie ich auch keine Lust habe, in jedem Chat zu erzählen. Ich bin ja so dankbar für jeden, der uns abonniert hat oder noch abonniert oder so. Es ist so, natürlich sind wir dankbar für den Support und natürlich sind wir dankbar für eure Anwesenheit, aber ne, ich. Wenn es mir gerade in den Kopf kommt, dann sage ich es natürlich auch gerne. Das ist auf jeden Fall auch ehrlich gemeint. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass ihr das auch wisst. So. Da will ich hoch. Gut, Loturzel ist ja nicht sonderlich weit. Aber ist hier nur Reptane? Ne, da ist noch was anderes. Da brauchen wir Zerschneider. Dann nehme ich einfach mal Skorgler dafür. Ich glaube, das Reptane möchte mich umbringen. Und hallo an die, die gerade noch eintrudeln. Willkommen im Stream. Ich werde gerade von einem Reptane aufgeschlitzt. Nein? Reptane ist auch so ein Pokémon, das ich nicht mehr sehe. Was viel zu schnell ist. Kann ich dich damit gerade zufälligerweise treffen? Nicht aus dem... Warum? Meine Güte! Genau in dem Moment einmal aus dem Bild gehüpft. Das ist nicht hilfreich. Und was ist jetzt hier drin? L'ombre. Warum nicht? Machst du irgendwas? Huch. Ich wollte gerade so sagen. Dann ist er noch rausgehüpft. Haben wir das auch geschnappt. Quasi wieder so ein kleines Geheimnis gefunden. Und ich möchte euch auch gerne mal wieder sehen. Wenn die Conventions wieder stattfinden, dann machen wir das. Dementsprechend bis dahin bitte nicht aus der Community abhauen. Das wäre sehr traurig. Bitte nicht einfach Rage quitten. Aus welchen Gründen auch immer. Wenn euch irgendwas nicht passt, dann sagt bitte Bescheid und wir reden drüber. Nicht einfach abhauen. Mankey und noch ein Rasaf. Autsch! Hilfe! Schnell! Hallo Ranger, perfektes Timing. Zack, und jetzt bist du am Zug. Lass dir ruhig Zeit und verfeinere deine Technik, bis sie sich endlich beruhigt haben. Ich bin dann weg. Viel Glück noch. Aber Kuro, dann darf ich deine Snatcher-Figur ja nie machen, wenn du danach nämlich abhaust. Das ist ein bisschen kontraproduktiv. Wo wir von Rage sprechen, ja. Habe ich irgendwas Schönes?
Da habe ich Wasser, Wasser, vielleicht Pflanze, um die so ein bisschen... Huch. Warte mal. Haben wir dich schon mal? Und dich? So. Alles zusammenfangen ist zwar auch immer ganz schön, aber... Ne, so... Langsam... Nach und nach ist manchmal auch auf jeden Fall sinnvoller. Hauptsache, es klappt am Ende. Gibt dann, glaube ich, keine Bonuspunkte, weil du nicht alle zusammengefangen hast, aber es ist manchmal auch ein bisschen schwierig. Dann lieber das schwächste Glied rausnehmen und dann passt das eigentlich ganz gut. Ja. Dann machen wir das mal so. Achso, der Typ ist auch gleich weg. Nein, was ich gerade noch sagen wollte... Was ich immer super interessant finde, wenn Leute irgendwas in den Chat schreiben oder auch auf Discord oder auf Twitter und ich dann sage, hey du, fand ich jetzt nicht so gut. Dann ist sehr oft, oder sagen wir anders, in 10% der Fälle kommt dann, oh, tut mir leid. Und dann ist das Ding auch schon durch. Aber in 90% der Fälle kommt entweder gar nichts mehr, weil die Person entweder beleidigt ist oder sich nicht mehr traut, was zu schreiben. Oder was ich auch schon erlebt habe, dass die Person dann auf ewig verschwindet. Wo ich mir denke, aber wir können auch drüber reden. Ich meine, wenn du anderer Meinung bist und beleidigt bist, dann sag es mir. Und wenn du dich nicht mehr traust, was zu schreiben, dann können wir es auch privat klären. Aber ich finde das immer so seltsam. Also die meisten Leute wirklich, nehmen wir mal an, irgendwer Backseat-gamed. Und ich sag dann, hey du, bitte kein Backseat-Gaming, muss jetzt nicht sein, mimimimi. Die wenigsten Leute entschuldigen sich. Die meisten Leute schreiben dann absolut gar nichts mehr oder schreiben einfach weiter, als wenn nichts gewesen wäre. Und das finde ich wirklich seltsam. Irgendwie. Oder ich hatte es auch teilweise, dass Leute einfach, wie gesagt, dann komplett nie wieder in den Streams waren. Obwohl sie vorher doch recht aktiv waren. Wo ich mir denke, jeder macht Fehler. Ich mache auch Fehler. Vielleicht ist manche Kritik von mir auch nicht angebracht, aber das ist so weird. Genauso wie Leute schreiben irgendwas auf Discord. Ich sage, hey, finde ich nicht so gut. Leute löschen kommentarlos die Nachricht, aber schreiben nichts mehr dazu. Wenn ich also nicht zufällig gesehen hätte, dass die Nachricht jetzt gelöscht ist und das so ein bisschen als ist angekommen, ansehen würde, hätte ich das Gefühl, dass ich komplett ignoriert werde. Es ist so, man kann doch ganz kurz zumindest schreiben, ist angekommen, anstatt einfach nichts mehr zu tun. Also das werde ich, glaube ich, nie verstehen. Lustigerweise, all die Leute, die bei unseren Wichtelaktionen mal irgendwie ein bisschen verkackt haben. Huch, was möchtest du? Ah, und dann kann ich dich fangen. Das sind auch so Leute, die dann plötzlich extrem ruhig geworden sind. Also wir haben ja schon zwei Wichtelaktionen gemacht. Und es gab ja schon so ein paar Sonderfälle. Na? Und da habe ich ja auch ab und zu entweder im Stream von erzählt oder auch privat gesagt, hey du, geht so nicht. Und das sind dann auch Leute, die einfach so tödlich beleidigt waren, dass sie nie wieder zurückgekehrt sind. Wo ich mir auch so denke... Aber Kuro, das ist wenigstens im Nachhinein witzig und es tut dir ja auch leid. Du hast es ja nicht mit Absicht gemacht. Es ist ja auch irgendwie passiert. Wir können jetzt alle drüber lachen. Aber so ein paar andere Leute... nicht. Stimmt, oder das Falten der Pakete, was auch viele Leute nicht konnten. Wo ich dann die Pakete aufgemacht habe und die sind auseinandergefallen. Aber da kann man im Nachhinein drüber lachen und die Leute lachen ja selber drüber und sagen dann, hey, ja, dumm gelaufen. Na, dass es am Zoll hängen geblieben ist oder nicht richtig geknickt war oder so. Aber so andere Leute, ne, die dann gefühlt total leere Pakete geschickt haben. Okay. Und dann auf Nachfrage auch nichts nachschicken wollten, sondern gemeint haben, nö, dann will ich doch nicht mitmachen, dann schick's mir zurück.
wo halt auch irgendwie niemand eine Entschuldigung kam oder ein Dankeschön dafür, dass ich es dann zurückgeschickt habe und dann nochmal zusätzlich Porto bezahlt habe und die Umstände hatte. Oder Leute, die wirklich am allerletzten Tag der Aktion nur auf Nachfrage hin abgesagt haben, nicht von allein nach dem Motto, ach ja, stimmt, ich kann nicht. Oder auch Leute, die nicht die Kartons genommen haben, die ich vorgegeben habe und dann auch Nachfrage meinten, ja, ich finde das ja auch sehr unverschämt, dass du uns zwingst, Kartons zu kaufen. Das kostet Geld und ist schlecht für die Umwelt, deswegen habe ich es nicht gemacht. Aber das waren meine Regeln für meine Aktion. Ja, das fand ich doof. Wieso hast du dann mitgemacht? Es sind so Leute, von denen habe ich seitdem nie wieder irgendwas gehört. Das ist total spannend. Wo muss ich jetzt überhaupt weiter? Fällt mir gerade so auf. Bin ich gerade blind? Da ist das Menki. Nein, nicht aus dem Bild raus. Nein, in die Richtung. Vor lauter Quatschen habe ich irgendwie die Orientierung verloren. Ja komm, packen wir dich mal damit rein, dann habe ich hier meine Ruhe. Bitte beunruhigen Sie nicht die Pokémon. Geht's hier überhaupt weiter? Hab irgendwie nicht das Gefühl. Aber hier war das. Sicher, dass hier nicht weitergeht? Moment. Aber hier ist alles zu. Okay. Dann nicht. Kannst du dir vorstellen, dass du irgendwann wieder so einen Wichteln organisierst? Ich denke schon. Mit mehr Regeln. Nochmal zusätzlich. Nur nicht dieses Jahr, weil zum einen haben wir halt privat genug zu tun dieses Jahr. Zum anderen würde ich auf jeden Fall gerne wieder meine treuen Helfer einladen. Und das geht aktuell auch nicht. Und ich glaube, wir haben alle sowieso ganz andere Probleme momentan. Aber prinzipiell schon. Die Sache ist, wenn ich da oben nicht weiterkomme, wo komme ich dann weiter? Ah! Hier jetzt auch nochmal dahin gelaufen. Geil, ich darf wieder helfen. Yes. Ey! Von Zaun hingebaut. Kann Reptane den kaputt machen? Kann ich das Garabon nochmal mitnehmen? Das ist nämlich ziemlich cool. Was hattest du nochmal gemacht? Ach da. So. Ich würde halt sowieso gerne dieses Jahr wieder so ein paar Aktionen machen. Sei es wieder ein Zeichen-Event oder ein Song-Contest oder Gaming oder Wichteln oder so. Aber es ist aktuell zeitlich einfach super schwierig, sich irgendwie Gedanken zu machen. Ich meine, ich verfluche immer das Wichteln, wenn ich es mache, weil es so viel Arbeit ist. Hier alles immer aufzuschreiben, auszutauschen, zu archivieren, das ist super viel Schriftarbeit. Dann die Pakete zu packen, zu beschriften, wegzubringen. Aber es ist schon, am Ende ist es immer echt schön, aber ich verfluche es währenddessen. Perfekt. Dann flupp. Kriege ich hier auch nochmal einen Bosskampf eigentlich? So halb vielleicht? Quaxo? Von was redest du überhaupt? Bist du dir sicher, dass du den richtigen Rüpel gefunden hast? Ich sag das ja nur ungern, aber der Rüpel, den du suchst, hat sich über die Klippen aus dem Staub gemacht. Was interessiert eigentlich nicht? Du bist hier, um dich in die Angelegenheiten der Power-Rock-Bande zu mischen. Wenn dem so ist, muss ich mich wohl zuvor erst einmal in deine Angelegenheiten mischen und dich dabei aufmischen.
E, ist das denn? Aber die sind nicht so schlimm zu fangen. Haben wir die schon mal? Und du hast diesen komischen Staub. So. So, am Anfang konnte man die immer noch echt gut so im Dreierpack fangen. Mittlerweile, dadurch, dass die natürlich auch teilweise ganz andere Movesets haben, ist es so dann doch ein bisschen angenehmer. Hey, Rüpel da oben! So ein nerviger Ranger versucht dich zu fangen. Lass dich nicht aus der Ruhe bringen! Jetzt war ich, glaube ich, so ein bisschen zu früh hier. Aber passt schon. Ach, die gehen da sogar rein. Aber ich hätte auch sogar noch einen Slot frei. Dann nehme ich dich mit. Einfach, falls ich doch mal ein bisschen Heilung brauche. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Ihr kennt das. Hallo? Ich meine sogar, war Quaxo hier der Boss? Ich könnte es mir sogar vorstellen. Das muss man dir lassen. Du bist echt hartnäckig. Du bist gekommen, um dir dieses Quaxo zurückzuholen, oder? Tut mir leid, aber es gehört jetzt mir. Und was das bedeutet? Dass es jetzt zu deinen Feinden gehört. Die Musik ist immer noch so super. Du hüpfst schon viel rum. Mal gucken, ob ich dich erwische. Ist immer so ein bisschen Glückssache, glaube ich. Voll reingehüpft. Okay. Schön, dass es einmal genau in die Mitte gehüpft ist. Hätte auch genauso gut daneben springen können. Es ist sehr effektiv, ich glaube auch. Was war das denn? Ich habe dieses Quaxo mit Hilfe meines brandneuen Fangbaums gestohlen. Aber wieso hat es sich aus dem Staub gemacht, nachdem der Ranger es gefangen hat? Das geht doch nicht, es ist total unfair. Ich... Ah, vergiss das nicht. Okay. Ich glaube, wir sind fertig. Also das ist das Problem mit den Pokémon, die wir mit dem neuen Fangkomm fangen. Fängt ein Ranger eines, kehrt es sofort in sein natürliches Umfeld zurück. Das ist eine sehr wertvolle Information. Die Frage bleibt, warum dies geschieht. Vielleicht verbindet sich der Ranger mit dem Pokémon auf einer emotionalen Ebene? Wie lächerlich das klingt, als ob so etwas jemals geschehen würde. Völlig absurd. Svenja, bist du in Ordnung? Sieh nur, mein Quaxo! Es erschien auf einmal wie aus dem Nichts, als wenn nie etwas geschehen wäre. Und dann sprang es. Es sprang in meine Arme. Ich konnte mich nicht beherrschen. Mir kamen die Tränen. Ich danke dir. Ich danke dir so sehr. Ich lasse meinen Quaxo nie wieder aus den Augen. Mission! Geschafft! Süß. Meine Tränen sind getrocknet. Lass uns ein breites Lächeln aufsetzen und zur Ranger-Basis zurückkehren. Das hat auch eigentlich ziemlich gut geklappt. Fairerweise, ich bin jetzt auch oft stehen geblieben, um den Chat zu lesen, aber meine Güte. Wir machen ja keinen Speedrun. Ja, man sieht definitiv, dass du ein Schüler von Spencer bist. Ich bin sehr dankbar, dass du Percys Quaxo gerettet hast. Und dank dir haben wir jetzt auch ein etwas genaueres Bild von dieser Power-Rock-Bande. Also, Svenja, ich befördere dich hiermit zu Ranger Rang 5. Update-o! Wir sind heute echt erfolgreich. Gut, das erste Update hätten wir im letzten Stream auch schon holen können, aber, ne, zwei komplette Missionen auf jeden Fall geschafft. Jetzt können wir auch Gestein einsetzen. Ah, genau, Svenja. Nach dem Entfernen der Begrenzung hat deine Partnerleiste jetzt 3 Segmente. Nice. Dein Anführer Spencer, Joel aus Herbstenau und ich waren vor einiger Zeit alle im gleichen Team. Spencer und Joel, das waren damals schon 2 ausgezeichnete Ranger. Ich wäre nicht überrascht, wenn die beiden irgendwann einmal die Leitung der Vereinigung übernehmen würden.
Bitte? Ich? Das wird sicher nicht passieren. Die ruhige und entspannte Atmosphäre von Sommerlingen ist genau, was ich brauche. Mit der Power-Rock-Bande im Olivdschungel wird das Entspannen allerdings erstmal warten müssen. Genau, ich werde Professor Hastings Bericht erstatten. Und ich? Wo muss ich hin? Lass ich dir noch ein letztes Mal danken. Oh, warum gönnst du dir nicht etwas Erholung, wenn du schon in Sommerlingen bist? Okay. Ich habe nur irgendwie das Gefühl, dass ich nicht weit kommen werde. Ich habe eine neue Aufgabe für dich. Bitte begib dich sofort nach Herbstenau. Okay. Spencer wants to know your location. Wo ist mein Lapras? Da. Flupp. Dann zurück nach Herbstenau. Wir haben auf jeden Fall die coolste Fortbewegungsmethode. Scheiß auf den Dragoran-Bus. Wenn man ein Lapras haben kann. So, ich wüsste jetzt gerne zumindest, wo ich hin muss. Willkommen zurück, du hast ganz schön Farbe bekommen. Andreas hat mir von dieser Quaxo-Entführung erzählt. Hört sich nach sehr guter Arbeit deinerseits an. Du musst uns das genauer berichten, wenn wir dazu Zeit haben. Ich möchte dir eine nächste Aufgabe zuweisen, also komm bitte zur Ranger-Basis, sobald du bereit bist. Ich muss dich noch mit dem einen oder anderen beraten und werde in der Basis auf dich warten. Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die ganze Sache mit Quaxo hatte ich jetzt im ersten Moment vergessen. Wie schon gesagt, als ich in Sommerlingen ankam, dachte ich mir so, was muss ich jetzt nochmal tun? Ich meine, ich wusste, dass da der Olivdschungel ist. Olivendschungel, glaube ich. Mit dem Relikt, aber mehr auch nicht. Und jetzt stehe ich auch wieder auf dem Schlauch. Deswegen bin ich mal gespannt, was sie mir jetzt aufs Auge drücken wollen. Noch ein Hoch. Hallo. Was muss ich tun? Willkommen zurück. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie wir am besten mit der Power-Rock-Bande verfahren sollten. Nach ihrem Auftritt im Sonderlingen sind sie nun wieder in der Versenkung verschwunden. Die Funcoms, die von der Power-Rock-Bande verwendet wurden, beunruhigen mich etwas. Sie erinnern mich an den gestohlenen Super-Funcom, wenn ich mich auf den Bericht von Andreas verlassen kann. Zum einen können sie jedes Pokémon fangen, ohne die Fähigkeiten eines Rangers zu benötigen. Und zum anderen können sie die Fähigkeiten der Pokémon verwenden. Und das auch noch für kriminelle Interessen. Es gibt zwar geringfügige Unterschiede, aber diese Funcoms beruhen auf meinem Super Funcom. Und dann gibt es dann noch etwas, das noch viel beunruhigender ist. Professor, was beunruhigt Sie so? Könnte der Super Funcom Pokémon gefährden, wenn sie dazu gezwungen wären, ihre Fähigkeiten anzuwenden? Professor, erinnern Sie sich noch an den Bericht von Andreas? Als Svenja das Pokémon der Power-Rock-Bande fing, wurde es danach automatisch freigelassen. Könnte das bedeuten, dass ihr Funcom noch nicht perfektioniert wurde? Das stimmt, Spencer. Das ist eine sehr vernünftige Schlussfolgerung. Es scheint, als ob der Funcom der Power-Rock-Bande nicht komplett in der Lage ist, Pokémon zu kontrollieren. Wie du schon sagtest, sobald eines ihrer kontrollierten Pokémon von einem Ranger gefangen wird, kehrt es automatisch an sein natürliches Umfeld zurück. Das Einfühlungsvermögen eines Rangers muss eine Auswirkung auf diese Pokémon haben. Wir müssen trotzdem handeln, bevor die Power-Rock-Bande ihren Funcom perfektioniert. Oder um es anders zu sagen, wir haben eigentlich keine Zeit für lange Gespräche wie dieses. Professor, Sie sind so ungeduldig wie immer. Spencer und ich werden uns einstweilen darauf konzentrieren, weitere Informationen zu sammeln. Übrigens, Svenja, es gibt eine neue Aufgabe, mit der ich dich betrauen möchte. Erinnerst du dich an den Krokka-Tunnel? Durch diesen hast du den Professor begleitet. Der Tunnel ist eine lebenswichtige Verbindung, die Ringstadt und Herbstenau miteinander verbindet. Leider gibt es im Tunnel Steinschläge und die Einwohner beider Städte sind erbost, dass der Weg blockiert ist. Räume den Steinschlag aus dem Weg. Das ist deine nächste Mission. Allein ist diese Mission nur schwer zu erfüllen, daher habe ich dir einen Ranger aus Herbstenau an die Seite gestellt. In wie vor? Aria wird mich die ganze Zeit nerven.
Dieser Ranger befindet sich bereits auf dem Weg ins Einsatzgebiet. Ich zähle auf dich. Ich kann mich sehr dunkel an diese Mission erinnern im Krokartunnel. Ich habe irgendwie das Gefühl, die war nicht so attraktiv, mag aber auch an der Begleitung liegen. Mal gucken. Gucken wir uns auf jeden Fall im nächsten Stream dann an. Ich meine, wir haben ja heute auf jeden Fall das Kapitel hier in Herbst dann noch abgeschlossen und dann zwei vollwertige Missionen gemacht, sowohl im Wasserwerk als auch in Sommerlingen. Und sind mittlerweile auf Ranger Rang 5. Also ich denke, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Jo, wie gesagt, einiges geschafft. War auf jeden Fall wieder echt cool. Ich kann Ranger halt noch nicht so lange streamen. Also ich kann jetzt nicht einfach 4-5 Stunden streamen, weil das geht mir zu sehr auf den Rücken, weil ich halt doch so ein bisschen geknickt nach vorne gebeugt sitze, immer unten kreise. Ne? Das ist natürlich nicht so die bequemste Pose. Aber 3 Stunden sind auf jeden Fall immer drin und da schaffen wir ja auf jeden Fall auch einiges.